Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MyTimeReport. Ja, wir gehen mal ganz kurz zur guten Sophie und drücken deren Eimer in die Hand genauso. Ne, McDonald's haben wir heute schon gesehen. Da, wo ist die? Da unten ist die gerade, stellt die mir gerade was fürs Haus. Boah, das ist halt auch so eine Person, die ich komplett ignoriere eigentlich immer. Die hat mir, glaube ich, was fürs Haus gestellt. Hi. Du kriegst schon mal 2 Freundschaft und du bekommst einen Wassereimer, das heißt nochmal 10 Freundschaft. Ich bin da an meinem Geburtstag, wenn ich irgendjemandem was schenke, soll es auch doppelte Freundschaft geben oder so. Hallo, man. Nein, ich habe kein Geschenk mehr hier. Oder? Ne, ich habe da nichts mehr. Keine Ahnung, was die Alte wollte. Vielleicht zu Emily. Oder vielleicht kommen sie jetzt erst, keine Ahnung. Geschenke 2 wollte ich schnell und hier oben habe ich was vergessen. Und dann natürlich noch unsere Geschenke. Ich hole beide. Nein, ich hole nur eine. Ich drücke halt jetzt gerade nicht mehr. So. Einmal die einfache Nährmaschine. Und du bist fertig. Das heißt, wir können auch gleich noch das nächste machen. Und zwar eine Elektrospeise. Vor allem, ich kann mir das alles noch in den Garten stellen. Das ist super. Sonst wieder hochlatschen zur Kirche. Und dann gehen wir ins Museum. Und dann weiß ich nicht. Ich finde Ruine. Das ist halt kacke, weil das ist voll schwer. Obwohl, wir haben jetzt die bessere Ausrüstung. Wir haben jetzt diese obergeile Mega-Ausrüstung. Ich glaube, wir gehen in die Mine. Also in die tiefste Ruine gehen wir, glaube ich. Da gehen wir, glaube ich, jetzt echt rein. Und entweder kriegen wir übelst auf die Fresse oder wir geben übelst auf die Fresse. Das sehen wir dann. Wo haben wir denn die Carol? Hallo, meine liebe Carol. Alles herzlich Gute zum Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 54 Freunde, das ist nicht so viel. Vor allem, die ist ja erst hochgestiegen. Das heißt, das hat ja überhaupt keinen Einfluss. So, jetzt stellen wir noch die 2 Teile ins Museum. Und, ja. Und meine Druckermaschine habe ich doch auch noch fertig gemacht fürs Museum. Da war was. So, ich bin auch gespannt, wann der Musa kommt. War Q war nicht in der Kirche, warum rennt der? Ach, der rennt immer zu den Arzt dann, gell? Das habe ich schon mal herausgefunden. Was haben wir da? Ah, noch mehr Kürbisse, schön. Ach, ist der Herr der Kürbisse. So, Druckmaschine. Heute werden die Preise auch niedrig, dann können wir mal ganz kurz zum A&G gehen und da was kaufen, was ich auch noch fürs Museum brauche. Ich heute mal ein bisschen das Museum ausgestattet. Okay, Ack ist da. Mein guter Gartenroboter. Okay, A und G dann. Also ich bräuchte einmal ein Klavier. Ein Klavier. So, das hätte ich dann auch. Druckermaschine habe ich auch. So, jetzt brauche ich noch ein Flaschenboot. Ein Wasserkühler und ein Verkaufsautomat. Wo ich das Zeug herkriege, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob es hier das vielleicht gibt. Nein. Ich habe schon einen sehr exklusiven Laden. Das könnte ich schnell einen Presley kaufen. Ist ja heute eh günstig. Und dann Presley schenken, steckt der mir heute auch noch. Boah, das ist voll süß. Beweglicher Schrank, Eichendoppelbett. Nee, mehr brauche ich eigentlich nicht. Okay. Cool, dann stelle ich das mal ganz kurz ins Museum. Muss ich mich wirklich noch Gedanken über mein Flaschenboot, mein Verkaufsautomat und meinen Wasserkühler machen? Obwohl ich fast sagen würde, außer das Flaschenboot kann ich das, glaube ich, alles herstellen. Flaschenboot, keine Ahnung, wie ich das herkriege. Das müsste ich dann mal googeln. Wir können ja höchstens noch bei Pauli schauen. Der vielleicht noch irgendwas Cooles da hat, was wir brauchen. Was bist du? Ein Fräuchergefäß. Nee, das braucht das Museum jetzt nicht. Nee, ich bin aber gespannt mit unserem Kind, wie das wird. Jetzt sind wir aber dem nächsten Kind. Süß. So. Einmal ins Museum. Dann, ich glaube, wir müssen einmal nach oben.
Die Sachen müssen. Wir müssen einmal nach oben. Okay, du nicht. Aber mein Kessel. Okay, bist du kein Replik? Okay, du bist ein mittelgroß. Ich habe hier keinen kleinen Replik. Wir sind wahrscheinlich alle hier hinten. Ja, ich spende das Klavier, das ich eben gekauft habe. Okay, dich kann ich hier hinsetzen, bestätigen. Und du bist ein besonderer Gegenstand. Okay, ihr kommt dann da unten hin. Ich hoffe, dafür gibt es viele Punkte. Okay, da kommt dann einmal der hin und auf der anderen Seite wahrscheinlich der andere. Da habe ich noch einen Drucker. Mittelgroße Relikte, also wieder nach oben. Naja. Wenn es euch glücklich macht. So, ja, es fehlen jetzt tatsächlich unten noch der Schweißerhelm. Und hier hinten fehlt jetzt halt eins. Ein Schrank. Also drei. Okay. Muss ich mal schauen, wo ich sie herkriege. Ich weiß es nämlich echt nicht. So, Reliktienbörse. Wer will was? Ja, wo war für Geld? 10 Freundschaft. Eine Glückskatze. Das ist eine Freundschaft mit Ginger. Wäre schon nicht schlecht. Glückskatze Teil 3. Mhm. Ja, gut. Dann tschüssi, Merlin. Ja, haben wir das Museum wieder ein bisschen gefüllt. Es fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel. Ich habe jetzt wirklich schon viele meiner Ziele erreicht. Und ich hoffe, dass natürlich alle anderen auch noch erreicht kann. Hier steht jetzt Port hier drum. Der Baum steht wieder, die Schule steht wieder. Sah vor einem Monat ganz anders aus. Da war die ganze Stadt niedergerissen. So, ja, dann schauen wir mal hoch in die tiefste Ruine. Ack ist hier brav am Kochen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch so Heal-Packs hinbekommen. Dass wir uns ein bisschen healen können dann drin. Das eine Teil tue ich jetzt nur weg. Ich wollte eigentlich nur zum Wrestling. Gut, das machen wir noch schnell. Geben wir Ack die Samen und den Geruch. Ihr merkt es richtig, ich möchte mich vor den tiefsten Ruinen drücken. Ich hab da richtig Angst vor. Hallo. Ich hab da was für dich. Und zwar für deine Landwirtschaft. Dass du wieder Kürbisse pflanzen kannst. Aber mach mal erst die Teile und dann die. Und die sind auch noch im Herbst. Okay, ja. Irgendwie machst du es in der Reihenfolge. Aber dass die Bambus-Papaya wegkommen, weil die Bambus-Papaya kann man nur im Sommer pflanzen. Die brauchen 7 Tage. Und wenn er mir noch die Kürbisse anpflanzt, dann geht er nicht in die Bambus-Papaya. Man kann ihnen jetzt leider nicht sagen, so hier gestückelt, hier machst du mal das oder machst du mal das. Such mal einmal einen Presley. Der hockt da. Warum ist eigentlich die eine Seite voller als die andere? Hier ist ein Rattanstuhl. Und der ist ein sehr guter Freund. Danke. So, wieder ein guter Freund mehr. So ein Schnäppchen. Eigentlich, dass die Stühle gehen vor, wenn die, sagen wir, ein Tausender kosten. Wenn du ein Tausender investierst, also 5 Stück, dann hast du schon ein ganzes Herz. Wenn du 10 Stück kaufst, hast du 2 Herzen, also eine Stufe. Und dann kommen ja noch so Zusätzliches dazu, wenn er jetzt irgendwas anschaut oder so. Also geht das eigentlich schon. So, dann die düstere Ruin. Ich hab Angst. Große Angst zu sterben. Ich habe den stärksten Anzug, das stärkste Schwert und habe Angst zu sterben. Natürliche Angst ist. Ich finde diese pinken Ohren passen super. Ich sehe aus wie, keine Ahnung, eine Heuschrecke. Eine Heuschrecke mit pinken Ohren. Geiles Outfit zum Fighten. So, 46. Ich bin gespannt. Ich habe nicht mal was zum Healen dabei. Ich wollte es mal sagen. Ich habe was für die Ausdauer dabei. Nicht für mein Leben. Ich wollte mir gerade noch was machen. Dann kam irgendwie der Stuhl dazwischen. Okay, komm. Greif mal, Mann. Das Kind ist scheiße. Eine Rotratte. Du zündest mich nicht an, du Mistviech. Feuer hat mich angezündet. Aber scheinbar merke ich kein Feuer.
Schön. Och nee, jetzt kommen diese Varianten. Nein. So, alle miteinander down. Und ich habe erst einen Hilfekasten gekriegt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ach ja, den brauche ich schon mal. Okay. So, Zusammenfassung. Es passt. Dichtete Energiescheine und 2 herausfordernde Münzen. Also ich würde einfach mal sagen, das war's auch mit der Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei MyTimePodia. Bis dahin. Tschüss.